Willkommen heute zur ersten Wochenübersicht in 2018 zu den Clicker, Idle und Incremental Games. So, das nächste in der Liste ist Transport Defender. Inzwischen hat es dort ein größeres Update gegeben, was die gesamten Bereich der Drohnen und der Missionen irgendwie, ich sag mal, über den Haufen geworfen hat, weil es funktioniert jetzt deutlich anders. Es gibt verschiedene Beschränkungen, das heißt, man kann nur 4 Items von einer Sorte hier drin haben, aber die ganze Auflevel-Mechanik, also das ganze Rarity-Zeug, ist rausgeflogen. Das heißt, allein anhand des Auflevelns, okay, Weapon Parts habe ich jetzt noch nicht viele, dabei ist die Weapon-Mission ist jetzt deutlich verkürzt. Die Weapon Points sind jetzt wertvoller, deswegen gibt es auch weniger pro Mission. Weil vorher hatte ich irgendwie am Tag mit ein paar Missionen mehrere tausend davon einsammeln können. Aber auch die Upgrade-Kosten sind entsprechend gesenkt. Ich weiß nicht genau, wann das jetzt umspringt, ob bei 40, 50 oder sowas, dass dann die Rarity letztlich steigt und damit wohl auch dieser Bonuswert dann entsprechend angehoben wird. Was eben jetzt neu ist, wenn ich Items kaputt mache, bekomme ich diese Gems. Wenn ich die Gems kaputt mache, bekomme ich Dust. Das Dust hat anscheinend noch keine besondere Verwendung. Das Level der Gems wiederum hängt ab von dem Level des Items, das kaputt gemacht wurde. Bisher kann ich die Gems nicht aufleveln, was an der Stelle ein bisschen blöd ist. Ich kann sie auch nicht fusionieren oder irgendwas. Und was im Moment auch fehlt, ich kann einen Gem, den ich einmal ausgerüstet habe, nicht wieder rausbekommen. Also das ist irgendwie auch unpraktisch. Weil ich habe jetzt natürlich ein bisschen experimentiert, habe ein erstes niedrige Gem benutzt und habe das da reingeschoben. Also ich bin mal gespannt, wie sich dieses Ding oder wie sich dieses Feature hier dann insgesamt weiterentwickelt. Weil auf jeden Fall, ich denke, es wäre sinnvoll, wenn das Dust dann dafür genutzt werden kann, um die Gems aufzuleveln oder die Gems selber am besten zu fusionieren, damit man die Level aus den Items, die man hier gebrochen hat, rausnimmt. Und ja, da ist also mal sehen, wie sich das Ganze weiter macht. Ansonsten finde ich es ganz spannend mit diesen Gems. Also die einfachen haben überhaupt keinen Socket. Die haben dann zumindest ein Gem-Socket. Aber was da noch aus meiner Sicht fehlt, ist, weil ich würde jetzt erwarten, weil die Rarity hatte vorher verschiedene Mengen an Boni-Werten. Das heißt, der hatte normalerweise eben einen Bonuswert, der hatte dann 2 Epic. Das war früher mal ein Epic-Item, jetzt ist es nur noch blau. Hatte das 3 zusätzliche Eigenschaften, die da drin steckten. Und jetzt wäre es natürlich schön, wenn ich eben diese Eigenschaften gezielt rein und raus stecken kann, aber eben natürlich auch mehrere habe. Das heißt, dass ich bei einem Level, dass ich da einem blauen Item auch mehrere bekomme. Es kann aber auch sein, dass dadurch, dass weitere Rarity-Werte eingeführt werden, okay, also die Dust-Sachen werden nicht mehr, da sind schon die ersten Fixes gekommen. Und mal gucken, also hier ist dieser das große Update von gestern, vom 7.1., wo eben diese ganze Mechanik über den Haufen geworfen wurde. Und da gab es jetzt auch neue Werte, neue Rarities, genau, bei den Drohnen-Reworks. Das heißt, neue Rarity mit Arcan, Soviet, Infinity. Eventuell haben die dann diese Fähigkeiten, dass ich dann doch mehr reinstecken kann. Aber das große Problem ist, wenn ich die Diamanten nicht wieder rausbekomme und sie nicht austauschen kann, dann ist mir das noch nicht sehr optimal. Also ich werde da erst noch ein bisschen abwarten, wie sich dieses Feature weiterentwickelt. Ansonsten ist beim Sentinel Reset, da habe ich ein paar Punkte resettet bekommen, weil hier irgendwas rausgefallen ist. Und ich glaube, das waren diese... Also hier das Sentinel Starting Assets, das war vorher auf mehrere aufgeteilt, von wegen Add Cargo, Add Weapon Features, also Add Unlock Weapons, Unlock Features, das war vorher auf mehrere aufgeteilt. Deswegen werde ich das jetzt mal zumindest wieder aktivieren, damit ich beim nächsten Mal hier auf jeden Fall einen Bonus habe. Das wirkt sich jetzt auch nur noch einfach auf, das heißt, die Boni werden jetzt anhand des Sentinel Levels selber berechnet. Inzwischen habe ich hier schon wieder 68 eingesammelt, aber ich habe jetzt noch nicht vor, wieder Reset zu machen. Okay, hier sind Sentinels Level 10 und 13. Oh, hier ist noch ein Waves per Sektor Minimierung. Das heißt, es dauert ziemlich lange, bis ich hier natürlich die nächsten, also bis ich da Level 13 erreiche. Aber das heißt, dann lässt sich das nochmal um ein Drittel senken. Also das wird sehr spannend werden, wie schnell das Spiel dann durchläuft. Dann brauche ich auf jeden Fall... Beziehungsweise könnte ich das jetzt schon aktivieren, weil was mir nämlich aktuell noch ein bisschen fehlt, ist der
tatsächlich das Quacking-Timer-Protokoll noch weiter zu senken. Ich bin mit 33, mal gucken, wie weit ist er aktuell. Also es dauert noch ein bisschen, nur 2000. Ist da was geändert worden? Weil normalerweise müsste da ein 5000er stehen. Oh. Okay, also da ist irgendwas genervt worden. Mal gucken, ob da in der Beschreibung was steht, weil normalerweise hatte ich hier einen Transfer-Distance-Bonus von 5000. Jetzt bekomme ich hier nur noch 2000. Also das ist schon eine erhebliche Senkung an der Stelle. Mal gucken, ob da irgendwas steht, was dort geändert wurde. Starting Sentinel, Weapon-Preis. Ja, Decrease Max Distance Bonus vom Features and Reassemblies. Und dafür Increase Max Bonus vom Duration. Na super. Okay, das ändert natürlich ein bisschen. Also keine Ahnung, ob sich da das noch, wie stark sich das dann noch lohnt. Auf der anderen Seite ist natürlich, also ich aktiviere jetzt schon mal das Quacking Timer Protokoll, damit er da den Reset macht. Und das heißt aber umgekehrt natürlich, also es ist immer noch bei 1% dieser Reset-Bonus. Das heißt, dann kann ich hier, ich brauche jetzt nicht mehr 5000 Level, sondern ich brauche nur noch 2000. Und das heißt, dann kann ich hier den jetzt mal auf, ich setze mal auf 49.000 letztlich hoch für den nächsten Reset, weil bis 51.000 sollte er locker kommen. Das heißt, da kommt dann ein höherer Bonus zustande. So, der Sentinel Starting Sektor kann ich erstmal ignorieren, weil ich muss nicht weiter hoch, weil ich muss dann erstmal prüfen, ob das passt. Und jetzt hier natürlich den Transfer-Timer jetzt schon mal auf 31 abgesenkt mit dem Upgrade, aber dann werde ich da gleich noch eins kaufen, um die noch ein paar Minuten runterzubringen. Weil natürlich muss der Auto-Reset dann umso schneller stattfinden. Dann kann ich die Damage noch eins ausgeben, dann habe ich alle wieder ausgegeben. Und ich habe jetzt hier 27 Minuten als Untergrenze. Das heißt, alle 27 Minuten soll ein Auto-Reset stattfinden. Und mal gucken, inwieweit er dann zumindest trotzdem noch in der Lage ist, einen ganz guten Bonus zu bekommen und hier ordentlich Einheiten zu scheffeln. Also, dann jetzt gilt es erstmal wieder ein bisschen auszugeben. Also normal war ich jetzt, glaube ich, so in der Größenordnung. Mal gucken, steht das hier noch, was ich beim letzten Reset bekommen habe? Previous Transfer Cargo. Achso, das war jetzt natürlich schon weniger aufgrund des geringeren Bonus. Weil ich denke, es war, glaube ich, schon bis 5 hoch 12, was ich dann für alle halbe Stunde letztlich eingenommen habe. Aber mal gucken, wie viel das jetzt wird, wenn ich das entsprechend umgestellt habe. So, auf jeden Fall von den Features gebe ich immer 10% aus. Das heißt, 5 kann ich da auf jeden Fall ausgeben. So, also 3 Stück dazu kaufen, die dann minimals aktivieren. Genau, hier sind neue Fähigkeiten dazu, also beziehungsweise neue Multiplikatoren dazugekommen. Aber jetzt erstmal hier das mit den Niedrigstwerten, die noch erschwinglich sind, aktivieren. So, den Damage-Bonus und Autoclicks. Was? Autoclicks? Aha. Okay, das ist ein neuer Wert, der ist sogar mit 87 eingefügt worden. Das ist also relativ weit unten normalerweise. Das heißt, es ist jetzt ein zusätzliches Protokoll. Das heißt, das kann nicht nur über die Sentinel Points jetzt aktiviert werden, sondern es gibt auch einen Bonus hier. Und hier kann bis zu 5 Autoclicks pro Sekunde plus 1 mal Level, maximal Level ist 5. Also bis zu 5 Autoclicks können hier aktiviert werden. Das kann ich natürlich dann gleich erstmal einschalten. Und ja, jetzt gilt es dann, die restlichen hier unten wieder auszugeben. Jetzt sehe ich zumindest mal, was sozusagen die Maximierung dieses Levels kostet. Wobei ich weiß noch nicht, ob das wirklich von den Nullen her aufgeht, aber also hoch 17 ist der Exponentenbereich, in dem diese Sachen dann maximiert werden können. Und hier habe ich zumindest noch ein paar Boni, die ich mir jetzt maximieren könnte. So, Starting Sektor, Cargo on Sektor. Dann werde ich das mal noch aktivieren, um dann natürlich noch den Bonus zu verfünffachen. Gucken wir mal, 101, was tatsächlich der Maximalbonus am Ende ist. Genau, 5001, das passt. Also nochmal eine Verfünffachung. Das heißt, der Bonus wird, glaube ich, auch nochmal hochmultipliziert. Based on Lock Carry Board bis aus Bonuses.
Ja, also mal gucken, wie weit sich das dann auch noch auswirkt, dass ich da hoffentlich einen guten Bonus bekomme. Ansonsten dürften die anderen wahrscheinlich nicht, also keine weiteren Features maximierbar sein mit den wenigen Cargo. Ah doch, Alien Cargo habe ich auch noch. Ja, dann investieren wir das doch auch gleich noch. 7 hoch, Dings. Also 3 hoch 12 gebe ich noch aus. Und die anderen kommen dann in die Frozen Cargos, damit da halt auch das Damage noch erhöht wird. So, dann machen wir den auch Max. Weil ich habe ja auch noch wieder einen. Okay, das ist jetzt leider zu hoch. Aber Lock Cargo Gen. Naja, was soll's. Geben wir es einfach aus. Da habe ich noch weitere Features gemaxt, womit nämlich auch wieder durch ein anderes Feature ein bestimmter Bonus zustande kommt. Und der Rest kommt jetzt wieder in die Frozen Cargo. Und das war es an sich auch schon für heute. Wie gesagt, das hier werde ich noch ein bisschen beobachten. Keine Ahnung, so wie es jetzt ist, ist es noch nicht rund aus meiner Sicht. Da muss noch ein bisschen was angepasst werden, damit hier Upgrade-Mechaniken für die Diamanten greifen und auch, dass hier mehr Flexibilität entsteht, weil wenn ich hier jetzt Insert Gem mache, kann ich zwar aus den bestehenden, die ich habe, auswählen, aber wenn ich die halt nicht austausche und nicht mehr upgraden kann, während sie drinstecken, dann sind das eigentlich ziemliche Sackgassen. Weil wenn es eigentlich kein Maximallevel für die Devices gibt, nützt es mir ja nichts, dort die Diamanten drin zu haben, die ich später nicht mehr verbessern kann. Also deswegen werde ich die jetzt erstmal liegen lassen, mir von jeder Farbe eins zumindest behalten und die anderen verschrotten, um ein bisschen Dust zu sammeln. Und ja, für den Ammo-Generator, da habe ich jetzt im Moment, lasse ich noch einen drin, um den Weaponpreis zu senken und auch hier um den Money-Ausspruch zu erhöhen und ansonsten hier eben das Maximum von 4 Items pro Typ, einmal für die Damage und einmal für die Locked Cargo zu nutzen. Und was ich jetzt auch noch eingestellt habe, genau, die läuft gerade, die Batterie-Delivery, dass ich nochmal gucke, ob die Batterien doch irgendwie sinnvoll einzusenden sind oder welche Funktion sie jetzt tatsächlich haben. Und deswegen jede fünfte Mission wird einmal ein Item Delivery im Wechsel und einmal dann ein Batterie Delivery. Aber mal sehen, wie das, ob ich das wirklich beibehalte. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen reingucken, wie die Batterien tatsächlich funktioniert haben. Ansonsten, wie gesagt, Sentinel Reset steht noch nicht an. Dafür bekomme ich im Moment noch ganz gut Cargos. Kann sein, dass sich das jetzt ändert, wenn ich eben jetzt diese kurzen Transferboni habe. Das heißt, dass von dem Sektor bloß noch 2000 möglich ist. Vielleicht werde ich dann doch bei nächste Woche dann wieder ein Sentinel Reset machen und hier ein paar Upgrades reinhauen. Weil es ist doch recht aufwendig, bis zu diesem Punkt wieder zurückzukehren. Aber mal schauen. Sonst kann ich eventuell meinen Cargo-Multiplier gar nicht so weit steigern. Allerdings fehlen hier natürlich außer dem Caravan-Protokoll auch größere Upgrades, die natürlich das lohnend machen. Mal gucken, was war das ja eigentlich? Ach so, genau, das ist dann eh notwendig, wenn ich diesen Sentinel Starting Sektor tatsächlich generell nutzen will auf den Starting Sektor. Und da ist dann auch wieder nicht notwendig. Also da ist im Moment noch keine Mechanik, oder kein wirklicher Nutzen dabei, weil ich bin ja im Moment eh schon unter meinem maximal möglichen Sektor, den ich nutzen könnte. Weil es sich aktuell nicht lohnt, weil ich dort einfach nicht die Damage zusammenbekomme. Das heißt, was ich brauche, ist tatsächlich ein weiteres Damage-Bonus. Das geht ja relativ gut hier mit den Faktoren. Und ich denke dann auch ein Sentinel-Level, weil der ist hier im Multiplayer ja auch drin. Das heißt Level mal Sentinel-Level. Das heißt, das ist dann auch nochmal zu erhöhen. Also mal sehen. Also ein Sentinel-Level-Upgrade und dann hier ein bisschen in die Damage investiert. Money nebenbei auch, weil das natürlich dann wieder auf den Damage sich auswirkt. Also mal gucken, was wir da in Upgrades reinbringen können. Also, soweit von Transport Defender an der Stelle und dann auf zum nächsten.